Hallo zu Galaxy Asperger TV, heute mal wieder mit einem Thema von euch. Und zwar wolltet ihr wissen, wie das Ganze abläuft, wenn man sein Kind diagnostizieren lässt. Was passiert in der Kinder-Jugendpsychiatrie oder wo macht man das überhaupt? Und wie reagieren letztlich Lehrer und Eltern, Miteltern in der Schule auf so eine Diagnose? Also zunächst einmal, wenn ihr irgendwie einen Verdacht habt, dass euer Kind Autismus haben könnte oder wenn ihr Auffälligkeiten beobachtet und nicht so richtig wisst, was ihr jetzt damit machen sollt, was das bedeutet und wie man jetzt am besten Hilfe bekommt oder welche Schritte notwendig sind, um eurem Kind zu helfen, dann wendet euch als allererstes mal an einen Kinderarzt. Wenn ihr Glück habt und einen guten Kinderarzt habt, dann wird er auf eure Anliegen eingehen. Ich erinnere mich noch sehr genau, dass ich auch sehr viel mit den Kinderärzten sprechen musste. Die haben mich erstmal nicht wirklich ernst genommen, insofern, dass mein Kind völlig angepasst war, brav da saß, geantwortet hat, gemacht hat, was der Arzt wollte, sich anfassen ließ und wirklich ein Vorbild, Vorzeigekind sogar, gewesen ist beim Arzt. Und da wurde ich nicht wirklich ernst genommen mit meinen Problemen, die ich zu Hause sah. Nämlich, dass das Kind Overloads hat und Meltdowns, die ich so noch gar nicht benennen konnte. Ich wusste nicht, was da los ist, aber ich habe einfach gemerkt, emotional, irgendwas stimmt da vorne und hinten nicht. Nun müssen wir auch wissen, dass Ärzte mit so vielen Patienten und Eltern und deren Familien konfrontiert sind und dass es solche und solche Eltern gibt. Wahrscheinlich wurde ich automatisch in eine Hubschraubermama gesteckt, in diese Schublade, oder jemand, der viel zu viel sich Sorgen macht und sich Sachen ausdenkt und das Kind ist völlig in Ordnung. Mag sein, aber ich war dann doch froh, als nach längerem Hin und Her mich ein Kinderarzt tatsächlich ins sozialpädiatrische Zentrum mit meinem Sohn geschickt hat, wo ich dann zu weiteren Untersuchungen hingehen sollte, zur Aufklärung, was ist denn da los. Das sozialpädiatrische Zentrum, kurz auch SPZ genannt, das hat dann uns aufgenommen und hat erstmal größer die Umstände erfragt und wer das Kind betreut, ob das nur wir sind oder ob es noch Verwandtschaft gibt, die das Kind betreut, wer die Bezugspersonen sind. Und die haben dann auch verschiedene Tests mit unserem Sohn gemacht. Zuerst wurde der Entwicklungsstand, ob der altersgemäß ist, beim Kind untersucht. Es wurde auch ein IQ-Test gemacht, es wurden Sprachtests gemacht. Und bei den Sprachtests, mein Sohn war damals eben noch im Kindergartenalter, war das so, dass er verschiedene Wortlaute nachsprechen musste. Und oft waren das eben Quatschwörter. Und es ging darum, zu schauen, ob sein Hörverständnis gut entwickelt ist. Da kamen dann solche Sätze, die er nachsprechen musste, wie lila blu blu bla, also völliger Quatsch. Und er musste das silbengemäß eben nachsprechen. Und da hat man dann gesehen, ob er gut hören kann und das umsetzen kann oder ob er eben eine auditive Wahrnehmungsstörung hat, die bei uns dann tatsächlich als Begleiterscheinung dabei war. Es wird auch die Motorik geprüft, ob die altersgemäß entwickelt ist, sowohl die Feinmotorik als auch die Grobmotorik. Dann gibt es solche Dinge wie auf einem Strich laufen durch den Raum und natürlich auch irgendwie Sachen nachfahren, zeichnen. Solche feinmotorischen Besonderheiten versuchen die eben dann da rauszufiltern. Was bei uns letztlich bei dieser Sache herauskam, war zunächst einmal, ja, da ist jetzt irgendwie eine Sprachproblematik da und eine auditive Wahrnehmungsstörung und das Kind soll in eine Sprachheilschule. Das war erstmal, was wir bekamen, nicht mehr. Das war für mich ein schwacher Trost, weil ich das Gefühl hatte, es wurde gar nicht eingegangen auf das, weswegen ich eigentlich da war, nämlich wegen der emotionalen Auffälligkeiten. Ich hatte auch das Gefühl, dass mein Sohn schon von klein auf Depressionsprobleme hatte. Und als 3-4-Jähriger hat er sowas gesagt, dass er einen bösen Löwen in seiner Brust hat, der alle umbringen will, und hat solche Bilder gemalt. Und das war natürlich sehr erschreckend, sehr traurig und auch sehr besorgniserregend für uns. Und ich war eigentlich deswegen da und nicht mit dem Anliegen, ob mein Sohn jetzt irgendwie sprachlich noch nicht ganz entwickelt ist oder doch oder was da los ist. Das war für mich zweitrangig erstmal. Aber ich wurde dann erstmal so nach Hause geschickt, ohne jeglichen Rat, Unterstützung oder eine Idee, was da los ist, und musste mich erstmal begnügen, beziehungsweise die Situation musste sich zuspitzen,
bis ich dann wieder dort antrat, wieder im sozialpädiatrischen Zentrum beim gleichen Arzt und gesagt habe, vielen Dank für alles, was Sie uns geraten und getan haben, aber das war einfach nicht der Punkt, um den es ging. Ich habe mich nicht gehört gefühlt und ich brauche nochmal Abklärung. Irgendwas läuft hier schief, dem Kind geht es irgendwie nicht gut. Dann wurde ich nämlich weiter verwiesen in die KJP, das ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und klar, so etwas klingt erstmal, boah, mein Kind muss in die Psychiatrie, das klingt erschreckend. Da bedanke ich jetzt dem Arzt dann doch wiederum sehr, dass er mich da sehr beruhigt hat und gesagt hat, das ist jetzt erstmal eine Abklärung, das ist nichts Schlimmes, gehen Sie da mal hin und lassen Sie den Jungen dort mal anschauen. Diese Abklärung wollten wir auf jeden Fall machen, weil wir gesehen haben, dass es unserem Kind nicht gut geht. Wenn er emotional okay gewesen wäre, ich bin mir nicht sicher, ob ich in die KJP gegangen wäre. Das kann ich heute rückblickend ganz ehrlich nicht mehr sagen. Heute hätte ich davor gar keine Angst mehr, aber in meinem alten Ich, wo ich das alles noch nicht kannte, mag sein, dass ich da auch gezögert hätte. Aber bei uns brannte es quasi schon. Also das heißt, wir brauchten ganz, ganz dringend Hilfe und das war unsere Rettung, dass wir da hingehen konnten. Und ich muss dazu sagen, die KJP war für uns eine große Erleichterung, weil uns zum ersten Mal jemand wirklich mit Verständnis angehört hat. Während die Kinderärzte, zu denen ich viel gerannt bin, zu dem einen wie zu dem anderen, immer nur dieses angepasste Kind gesehen haben, brav und still und antwortgebend, haben zuerst mal die KJP-Ärzte uns befragt, was eigentlich los ist. Sie wollten ganz genau wissen, was wir beobachten, welche Probleme wir sehen und was uns Sorgen macht. Und allein das, dass jemand wirklich zuhört und das auch mal ernst nimmt, das war schon emotional eine Erleichterung. Da hatten wir die Hoffnung, oh, hier kriegen wir jetzt endlich Hilfe. Nachdem die KJP die Eltern befragt hat, will sie sich jetzt natürlich ein Bild vom Kind selbst machen. Das heißt, in unserem Fall war das so, und das ist so, wie ich es sonst auch kenne, dass unser Sohn in die Tagesklinik dort kam. Das heißt, er wurde jeden Tag zur Not, also wenn die Kinder weit weg wohnen, dann werden sie tatsächlich mit einem Schulbus abgeholt, aber wir konnten alleine ihn dorthin bringen, das war kein Problem. Und da kam er morgens noch vor dem Frühstück hin. Vor dem Frühstück ist wichtig, weil die Kinder zusammen frühstücken sollen. Da bekommen die Ärzte, Therapeuten dort einen Eindruck, wie sich das Kind im Sozialverhalten zeigt und wie es in einer Frühstückssituation im Alltag, eben wie es sich verhält. Das ist schon mal ein erstes Anzeichen auf seine Entwicklung und auf seine Fähigkeiten und Schwierigkeiten. Das Kind geht dann dort auch zur Schule, bekommt dort ein Mittagessen und kommt dann nachmittags wieder nach Hause. Das ist natürlich für die Familie erstmal auch eine Entlastung, weil das Kind bis späten Nachmittag eigentlich betreut ist, dass man auch mal ein bisschen Kräfte tanken kann und eventuell auch für andere Kinder noch da sein kann, die auch im Haushalt leben. In der KJP wird dann geschaut, gibt es Beeinträchtigungen im Sozialverhalten oder bei der Kommunikation oder gibt es irgendwie gleichbleibendes, immer wieder gleich sich wiederholendes Interesse des Kindes, ein sogenanntes Stimming, das es immer wieder machen möchte. Auf solche Besonderheiten wird dann eben den ganzen Tag dort geschaut. Deswegen muss das Kind auch von morgens bis spätnachmittags dort bleiben. Wenn man Glück hat, hat man nach ein paar Wochen Tagesklinik dann eine Diagnose und dann geht es einfach stringent weiter. In ganz vielen Fällen ist das aber leider nicht so einfach. Oftmals zieht sich eine Diagnose über einen langen Zeitraum hinweg durch, bis man dann wirklich zu klaren Erkenntnissen kommt. Bei uns war das Ganze noch unterbrochen durch eine Depressionsphase, die stärker wurde, weil Weihnachtsferien waren und er eben nicht mehr diesen gleichbleibenden Rhythmus in dieser Tagesklinik hatte, die er eigentlich ganz gern hatte, und nochmal in ein ganz tiefes Loch rutschte. So schlimm, dass es hin zu Selbstmordgedanken und auch dazu kam, dass er tatsächlich am Fensterrahmen stand, auf der Fensterbank und überlegt hat, ob er jetzt springen soll aus seinem Kinderzimmer, aus dem Fenster heraus. Das war für uns ein Punkt, wo wir gesagt haben, es geht nicht mehr, wir können nicht 24 Stunden am Stück beaufsichtigen. Liebe KJP, nehmt ihn ganz tagsmäßig, wirklich komplett stationär auf. Wir können nicht mehr, es geht einfach nicht mehr, es ist zu gefährlich.
Stationär konnten die Ärzte aber auch nicht direkt sagen, so jetzt, das ist Autismus und wir sind uns jetzt im Klaren. Er war wirklich sehr angepasst, immer sehr höflich. Er hat die Ärzte nach ihrem Wohlbefinden gefragt. Also sie konnten auch gar nicht an ihn richtig rankommen und konnten auch nicht wirklich mit ihm arbeiten. Das heißt, dass wir dann wöchentlich für 1-2 Stunden oder vielleicht sogar länger noch in die KJP mussten und die Ärzte mit uns gearbeitet haben. Denn JJ durfte dann nach einiger Zeit immer wieder mal fürs Wochenende nach Hause mit der Auflage, dass wenn er irgendwelche selbstschädigenden Dinge tut, sich schlägt oder irgendwie Selbstmordgedanken hat, die er auch ausführen möchte, dann muss er sofort, aber sofort wieder in die KJP zurück. Und mit dieser Auflage hat das ganz gut funktioniert. Und wir mussten dann immer, was wir am Dienstag war das immer, glaube ich, bei den Ärzten gelernt hatten, mussten wir am Wochenende mit ihm erarbeiten und dann am nächsten Dienstag dann berichten, wie es gelaufen ist. Woran wir gearbeitet haben, das waren hauptsächlich Strukturfragen. Also wir sollten durch Belohnungssysteme Ziele erreichen, bestimmte Verhaltensweisen antrainieren. Die Kinder, die brauchen wirklich ganz klare Linien und auch wenn es mir zumindest manchmal das Herz gebrochen hat, so mussten wir das auch durchziehen und mussten wirklich die Linien befolgen und die Regeln ganz genau einhalten und dann gab es eine Belohnung. Und wenn es nicht geklappt hat, gab es eben keine Belohnung. Und ich weiß, das ist für Eltern unglaublich schwierig, weil wir wollen nur das Beste fürs Kind und wir sehen, dem Kind geht es nicht gut. Und wir möchten es vielleicht gerne in Watte packen oder wir möchten es glücklich machen und ihm alles Glück der Welt erkaufen und schenken und geben. Aber das wird einfach nicht helfen. Bei uns war das auch immer so, dass wenn er in einem schlechten Zustand war, depressiv oder überstimuliert und ich habe nur versucht, Gutes zu tun, dann wurde sein Zustand eigentlich eher noch schlechter. Was geholfen hat, waren tatsächlich all die Dinge, die wir in der KJP gelernt haben und die wir dann angewandt haben und mehr konnte er sich dann auch Freiräume sozusagen erkaufen. Das hat bei uns funktioniert. Und das hat funktioniert dauerhaft und eigentlich bis jetzt. Für die Diagnosestellung werden die Ergebnisse des Kinderärztes berücksichtigt. Was hat er beobachtet, bevor er überhaupt die Überweisung in die KJP gab? Es werden auch die Ergebnisse aus der Schule möglicherweise berücksichtigt. Es werden die Ergebnisse aus der KJP berücksichtigt. Die Beobachtungen der Ärzte vor Ort, also der KJP-Ärzte. Und es werden die Beobachtungen von Dritten in die Waagschale mit reingelegt. Das sind dann die Eltern, vielleicht Großeltern oder jemand, der Erziehungsfunktion für das Kind hat, Lehrer oder Erzieher im Kindergarten, Betreuer. Es macht durchaus Sinn, auch wenn man schon die Autismusdiagnose hat, weitere Untersuchungen zu erlauben. Denn der Autismus hat auch viele Begleiterscheinungen oder Begleitstörungen, die gar nicht untypisch sind. Dazu gehört zum Beispiel eine Aufmerksamkeitsstörung, Depressionen, Phobien, Angststörungen, Zwangsstörungen oder Tics, dass man sich so irgendwie haut, oder Verdauungsstörungen, Schlafstörungen. Das sind ganz typische Begleiterscheinungen, die auch zum Autismus dazugehören. Und so wurde auch bei uns dann eine weitere Untersuchung veranlasst. Es wurde das EEG gemacht und eben die Gehirnstromfrequenzen gemessen. Ich kenne mich in dem Bereich nicht besonders gut aus. Ich weiß nur, dass ich mich sehr erschrocken habe, als es dann hieß, im Gehirn wurde irgendwas gefunden. Was es letztlich war, das war, dass man sehen konnte, dass es da eine Verarbeitungsstörung gibt. Das heißt, dass Informationen, vor allem die auditiv ankommen, also Gehörtes, nicht verarbeitet werden so schnell, wie es eigentlich sein sollte. Das heißt, es gab dann noch die Zusatzdiagnose ADS, also nicht ADHS, weil es keine Hyperaktivität gab, aber eben eine verlangsamte Wahrnehmung von Informationen. Für manche Autisten mag es sinnvoll sein, auch Medikamente auszuprobieren. Gerade für diejenigen, die sehr unter Angststörungen leiden, da gibt es auch medikamentöse Hilfe. Also es kann wirklich eine Erleichterung sein, wenn man sich da gut beraten lässt. Und natürlich soll man die Kinder nicht mit irgendwelchem Zeug vollpumpen. Jeder ist da von Natur aus, als Mutter bin ich da sehr vorsichtig gewesen. Aber manchmal ist das wichtig. Also wir mussten nach der KJP oder in der Zeit von der KJP
tatsächlich keine Medikamente verabreichen. Das ging auch ohne. Es ging ganz simpel nur mit diesen Belohnungssystemen und strenge Regeln einhalten. Das hat geklappt und das hat gereicht. Aber es hat eben nur bis zur Teenage-Zeit gereicht, weil dann die Hormone durchtreten und wir dann tatsächlich auch gegen die Depression hormonell vorgehen mussten. Klar ist, dass sich Eltern, Lehrer natürlich fragen, warum fehlt das Kind für so lange Zeit in der Schule. Also bei uns waren es 7 Wochen in der Tagesschule und dann glaube ich eben auch nochmal 7 Wochen in der Klinik stationär. Also es ist ja wirklich eine lange Zeitspanne, die das Kind nicht in der Schule ist. Will man diese Diagnose, die dann gekommen ist, tatsächlich öffentlich sagen oder will man es nicht? Ich denke, das hängt davon ab, wie die Schule ist. Wie wohl fühlt ihr euch in dieser Schule? Wir haben eine Schule und eine Klassenlehrerin gehabt, der man vertrauen konnte. Wir haben die Karten sofort offengelegt und ganz klar gesagt, wir sind deswegen, haben wir uns an diese KJP gewandt und wir brauchten Hilfe und jetzt haben wir folgende Diagnose. Uns sind diese und jene Dinge wichtig und wenn sie uns da auch entgegenkommen könnten als Lehrerin, dann wären wir wirklich sehr dankbar. Das hat auch ganz, ganz hervorragend mit der Lehrerin geklappt und ich habe dann auch mit ihr besprochen, dass ich das am Elternabend gerne sagen möchte. Warum mir das am Elternabend wichtig war, ist zum einen, wir sind eine sehr familiäre Elternschaft gewesen und da fand ich das nicht richtig für mich, dass ich da irgendwie ein großes Geheimnis draus mache, dass es manche wissen, andere nicht. Das führt zu Gerede und ist irgendwie ungut. Und so habe ich den Eltern ganz klar am ersten Elternabend, als wir wieder zurück waren, gesagt, hört zu, JJ war so und so lange weg und wir mussten ihn abklären lassen und wir haben die Diagnose Autismus bekommen. Und es geht ihm jetzt sehr viel besser. Er ist sehr glücklich zu wissen, was das jetzt genau ist, dass nicht er irgendwie schlecht ist oder nichts kann, sondern dass das Ganze einen Namen hat. Und wir lernen jetzt viel mehr drüber und wir lernen auch damit umzugehen. Und ich würde euch, liebe Eltern, bitten, dass wenn euer Kind irgendeine Situation zu Hause erzählt, in der es irgendeinen Konflikt gab mit JJ, dann bitte kommt zu uns und sagt uns dann das dann und wir können das dann zu Hause besprechen und Konfliktsituationen klären und vor allem auch erklären und beibringen. Und das ist wirklich sehr gut angekommen. Ich habe noch Jahre später Komplimente bekommen, dass JJ sich so toll gemacht hat und dass man ihm überhaupt nichts ansieht und es war sehr wohlwollend, also wir haben da nur positive Erfahrungen gemacht. Aber das ist natürlich keine 1:1 Lösung für jedermann. Das müsst ihr natürlich sehr individuell entscheiden, ob das für eure Situation auch passend ist. Es kommt auf die Schule an, es kommt auf den Lehrer drauf an und auch auf die Klassengemeinschaft. Bei uns war das wirklich ideal. Nach so einer Diagnose, da kann ich euch nur sagen, es gibt wirklich Hilfe, die ihr euch holen könnt. Wir haben eine sozialpädiatrische Familienhilfe bekommen, die zu uns nach Hause kam und geschaut hat, was braucht die Familie. In der Zeit war es für uns wichtig, dass die Tochter KJ eben auch Aufmerksamkeit bekommt. Und so hat die Familienhilfe sehr viel Zeit mit ihr verbracht und mit ihr gesprochen und etwas mit ihr unternommen, weil das in dem Moment auch sehr, sehr wichtig war. Also es wurde dann wirklich in die ganze Familie geschaut. Diese Hilfe, die hat uns geholfen bei verschiedenen Anträgen, die wir stellen mussten. Und noch mehr Hilfe kam dann. Also traut euch, da draußen gibt es wirklich Hilfe und ihr müsst nur drum bitten, manchmal vielleicht sogar drum kämpfen, aber dieses Recht habt ihr, das steht euch zu und nutzt das. Es ist wirklich entlastend und eine Hilfe für euer Kind. Ich hoffe, ich konnte die Zuschauerfrage hiermit beantworten. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns in 7 Tagen. Tschüss!